Und ich überbringe aus der Sitzung, komme ich nämlich gerade, die ganz solidarischen Grüße unserer geschäftsführenden Vorstandsmitglieder, allen voran Berthold Huber als unserem Vorsitzenden. Wir stehen alle an eurer Seite und hoffen, dass ihr Erfolg habt, Kolleginnen und Kollegen. Und die Nachrichtenbeispiele und jetzt das, was ich hier sehe, können uns ja auch nur zuversichtlich stimmen. Die Warnstreiks waren schon kräftig. Ihr habt dann mit einer beispiellosen Zustimmung zum Arbeitskampf, nämlich fast 95%, gezeigt. Ihr meint es ernst, es ist ernst und es ist hier ernst mit dem Standort in Frankenthal. Das habt ihr deutlich gemacht. Und ihr habt euch bereits vor Streikbeginn gegen den Abtransport von Maschinen gewehrt. Seit Donnerstag steht der Streik. Ihr bewacht rund um die Uhr die Tore. Ich denke, das ist notwendig. Das sind gute Nachrichten. Und dazu gratuliere ich euch ganz herzlich, Kolleginnen und Kollegen. Ihr wollt Perspektiven und Jobs sichern. Ihr baut den Druck auf, den eure Bosse brauchen. Den Druck, der notwendig ist, um eure Bosse in die Schranken zu weisen. Denn eins ist klar, die Herren des Vorstandes müssen spüren, dass ihre bisherigen Lösungsvorschläge nicht akzeptabel sind. Sie müssen spüren, dass sie sich bewegen müssen, wenn sie den Konflikt lösen wollen. Und sie müssen spüren, ihr könnt nur eine Lösung akzeptieren, die auch euren Interessen entspricht, Kolleginnen und Kollegen. Jobs platt machen, verlagern, den Herren an der KBA-Spitze fällt seit Jahren nichts anderes ein. Sie sind einfach nur einfalls- und ideenlos und sie sind verantwortungslos, Kolleginnen und Kollegen. Ihr wisst das, ihr hattet mal über 2000 Beschäftigte hier, die ihre Brötchen und auch etwas mehr verdient haben. Vor 3 Jahren waren es noch 1200 und aktuell sind es nur noch 650. Und jetzt sollen wieder alleine die Beschäftigten bluten, mal eben Produktion verlagern und 200 Arbeitsplätze vernichten. Genau das ist einfalls, ideen- und verantwortungslos, Kolleginnen und Kollegen. Günther hatte schon gesagt, der Druckmaschinenbau ist in der Krise. Das ist auch die Begründung der KBA-Bosse, die ihr so einfach schlucken sollt. Dazu seid ihr nicht bereit und zwar mit Recht. Denn die Druckmaschinenindustrie steckt schon seit Längerem in einer Strukturkrise. Das stimmt. Die Printmedien werden mehr und mehr von digitalen Medien verdrängt. Da erzähle ich euch überhaupt nichts Neues. Bei den 3 großen Druckmaschinenherstellern, einst die großen Exportweltmeister und immer noch Weltmarktführer, gibt es Überkapazitäten. Die Lösung der Vorstandsbosse allerdings fällt alles andere als weltmeisterlich aus. Das ist unterste Kreisklasse. Ich will da keinen Vergleich mit Kolleginnen und Kollegen von euch, die in der Kreisklasse spielen. Das, was die Bosse hier machen, ist noch viel schlechter. Das ist grottenschlecht. Denn was die Druckmaschinenhersteller sich da in der Vergangenheit geleistet haben und noch immer leisten, das ist mindestens unterste Kreisklasse, wenn nicht noch schlechter. Sie haben allesamt, Kolleginnen und Kollegen, die Zukunft verpennt. Und ich will das mal, das sage nicht nur ich, ich will mal aus dem Manager-Magazin, das ist ja völlig unverdächtig, dass es unsere Position vertreten würde, aus dem Manager-Magazin vom Februar diesen Jahres zitieren. Der Vorgang ist einmalig in der deutschen Industrie. Eine wichtige Exportbranche verfehlt im Kollektiv das Klassenziel. Unter der Regie erfahrener, aber dennoch überforderter Manager, gestützt auf verzagte Eigentümer, entwickelte sich die Druckmaschinenindustrie geradewegs zu einem Sorgenfall. Zitat Ende. Das war das Manager-Magazin. Im Kollektiv verfehlen die Arbeitgeber das Klassenziel. Also 6, Kolleginnen und Kollegen. Die Manager haben die Druckmaschinenindustrie zum Sorgenfall gemacht. Erst haben sie verpennt, was neue Kommunikationstechnologien und Internet für den Druck bedeuten.
Deshalb haben Sie zweitens verpennt, dass Ihr gutes Know-how im Maschinenbau mit Know-how in den neuen Technologien zu koppeln. Und drittens haben Sie statt auf strategische Partnerschaften auf Konkurrenzkampf bis aufs Messer gesetzt. Jedes Unternehmen setzt darauf, dass ein anderes auf der Strecke bleibt. Das ist Kannibalismus und Kapitalismus. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Den Arbeitgebern geht es nirgends so deutlich auch wirklich um Kannibalismus wie hier im Druckmaschinenbau, Kolleginnen und Kollegen. Wir fordern schon seit langem ein Gesamtkonzept, ein Zukunftskonzept für die deutsche Druckmaschinenindustrie. Und wir haben schon lange angeboten, daran mitzuarbeiten. Aber die Arbeitgeber sind auf diesem Ohr taub, unbelehrbar. Und ihr sollt dann dafür büßen, mit Jobverlust. Mehr ist den Arbeitgebern bei Heidelberger Druck und Mann-Roland auch nicht eingefallen. Nein, Kolleginnen und Kollegen, dass ihr für die Fehler der Manager bluten sollt, das ist unfair und unmenschlich. Hiergegen wehrt ihr euch zu Recht, Kolleginnen und Kollegen. Mit Recht lasst ihr die Arbeit und nicht euren Arbeitgeber ruhen. Ihr verlangt Alternativen zum angeblich alternativlosen Jobabbau. Ich sage, alternativlos, das gibt es nicht, es gibt immer Alternativen. Und wenn die Herren im Vorstand davon nichts wissen wollen, dann rufe ich ihnen zu, es gibt auch Alternative für Vorstandsposten, meine Herren. Gemeinsam mit der IG Metall habt ihr Alternativen entwickelt. Ihr habt alternative Produkte vorgeschlagen, ihr habt Vorschläge gemacht, wie Beschäftigung auf längere Sicht gesichert werden kann. Wenn die Bosse das nicht hören wollen, dann müssen sie ihm zahlen. Deshalb habt ihr alles Recht auf eurer Seite, wenn ihr für einen deutlich besseren als den letzten Sozialplan kämpft. Ein Streik, Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst es, ist kein Spaziergang und kein Kinderspiel. Da sage ich euch nichts Neues. Ihr seid erprobt. Je nach Länge und nach Härte, die die KBA-Führung in den Arbeitskampf bringt, kann es auch für euch noch sehr hart werden. Aber schon die Berichte von Warnstreiks, Urabstimmung und Streikbeginn haben mich in der Zuversicht bestärkt, dass ihr euren Kampf zum Erfolg führen werdet. Was ich heute hier erlebe, diese Solidarität, eure Entschlossenheit, das bestärkt mich noch mehr. Ihr schafft das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht werden wir den Arbeitsplatzabbau nicht verhindern können. Dazu fehlen uns erstens die Mittel, denn in unserem Wirtschaftssystem haben die Eigentümer nun mal die Verfügungsgewalt. Und zweitens werden wir die vielen Managementfehler der Vergangenheit nicht korrigieren können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen diese Fehler nicht auch noch einseitig und allein ausbaden. Wir müssen nicht noch den Kakao trinken, durch den uns die Manager seit Jahren ziehen. So tief dürfen wir nicht sinken und so tief, Kolleginnen und Kollegen, werden wir nicht sinken. Ihr streitet und streikt deshalb für eine Lösung, die eure Interessen berücksichtigt. Das ist richtig, Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin sicher, ihr schafft es auch. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Haltet durch. Zeigt den Bossen, dass sie nicht ohne euch rechnen können, sondern mit euch rechnen müssen. Es kämpft sich nicht schlecht für Freiheit und Recht. Glück auf, liebe Kolleginnen und Kollegen.